So, und da sind wir auch schon bei einem neuen Part des Marathons bei Naruto Storm 4. Im letzten Part habe ich ja schon direkt gesagt, wir werden auf jeden Fall mal das neue Team 7 nehmen. Nur weiß nicht, ob ich den Ninja-Wissenschaftswerkzeug nehmen soll oder Road to Boruto. Ich glaube, ich nehme mal den mit dem Werkzeug, weil ich glaube, das ist so eine der Borutos, wo man gerne sieht, weil er einfach so coole Techniken drauf hat. Deswegen nehmen wir doch einfach mal direkt ihn. Und damit haben wir auf jeden Fall schon unser Team ausgewählt. Und die passende Map können wir auch noch direkt auswählen. Und zwar die Chunin-Ninja-Prüfung Halle der dritten Runde. So. Oh, Tayuya. Oh, da bin ich mal gespannt. Weil Tayuya ist ja so ein bisschen so wie so eine Art Puppenspieler. Aber auch nochmal ein bisschen anders. Also sie kann ja auch normal kämpfen. Aber sie hat natürlich noch ihre komischen Dämonen-Flötengeister oder wie die auch immer heißen. Keine Ahnung. Und die kann sie natürlich dann auch steuern mit der Flöte. Und das ist natürlich so ein bisschen belastend, wenn die auf jeden Fall gut damit ist. Oh Gott, es geht schon los. Dann habe ich natürlich das große Problem. Jetzt guckt euch das mal an. Okay. Okay. Jetzt auch noch Hinata dabei. Und er Rasengan, natürlich. Das ist natürlich ekelhaft. Also das ist richtig ekelhaft. Aber gut, wenn man so spielen muss, dann ja, ist die Blamage auf jeden Fall viel größer. Sofern ich den Kampf natürlich dann auch gewinnen sollte. Guck mal, er hüpft natürlich die ganze Zeit rum. Gott, ist das ekelhaft. Und jetzt noch Hinata dazu. Also das ist ein richtig ekelhaftes Team. Das ist ein richtig ekelhaftes. Das werde ich auch so wahrscheinlich nicht so einfach gewinnen. Das ist einfach, naja. Das ist Tryhard des Todes hier. Ja, natürlich. Jetzt macht doch noch direkt Ulti. Eieiei. Und er macht's wirklich. Und er trifft mich sogar, weil ich mich nicht bewegen konnte. Eieiei. Also das finde ich schon fast ekelhaft, so zu spielen. Mit solchen Supports. Aber gut, wer halt meint, sowas nutzen zu müssen, da ist halt, wie gesagt, die Blamage ist einfach viel größer, falls er doch verlieren sollte. Oh Gott. Ich wollte eigentlich über ein Thema sprechen, aber so kann ich auf jeden Fall nicht sprechen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach... Was habe ich nur getan? So, jetzt muss ich nur gucken. Ja, oh nein. Ich hätte noch kurz eine Sekunde warten müssen. Dieses Ding nervt total. Das nervt tierisch. Brech doch mal den Schild oder so. Keine Ahnung. Ich hab Angst. So. Guck mal, ich hab gerade mal die Hälfte abgezogen. Jetzt kommt dieses Teil wieder angerannt. Und es sprintet mir hinterher. Sprintet. Ja, jetzt hat er natürlich wieder volle Tauschbalken. Das ist... Ich meine, das Problem ist, er rennt ja trotzdem weiter, obwohl ich den Charakter des Gegners treffe. Also er muss ja nur einmal pfeifen und schon rennt das Ding. Ja, und dann schön mit Schuriken die ganze Zeit spammen. Also das ist, ich weiß nicht. Ich spiele ja gern gegen Gegner, die einfach auch irgendwie Skill beweisen. Das ist für mich kein Skill hier, das ist einfach nur der Tryhard des Todes hier. Und klar, da regt man sich einfach drüber auf. Also kann mir auch keiner erzählen, dass er sich nicht darüber aufregen würde, wenn er so zugespammt wird. Ich meine, das macht ja absolut keinen Spaß so. Aber den Kampf werde ich definitiv verlieren. Aber ich werde auch nicht Rage quitten oder so. Ich meine, dann verliere ich halt wie ein Mann, passiert halt. Aber... Ja, genau, dreh dich nur, keine Sorge. Was soll ich nur machen, ey? Ja, schön countern jetzt, ist klar, Digi. Klar, kannst du dir sparen, ey. Oh Gott, ey. Nee, Mann. Ja, gegen solche Teams spiele ich einfach auch gar nicht. Auch so, wenn ich jetzt im Stream zum Beispiel, Naruto Storm 4 streame und so, selbst da kommen nicht solche Leute rein und machen sowas, weil einfach das assi ist, so zu spielen, aber... Kannst jetzt noch 80 Mal erwähnen, aber es wird nichts bringen. Das andere Thema hebe ich mir auf jeden Fall für den nächsten Kampf auf. Da hoffe ich natürlich dann, dass auf jeden Fall ein besserer Gegner am Start ist. Ich meine, ich achte auch nicht drauf, wer zum Beispiel, was derjenige da für Charaktere einsetzt oder so. Ich nehme einfach, ich gebe halt jedem die Chance. Aber wenn dann sowas dabei rauskommt. Boah, jetzt hat er schon wieder die ganzen Tauschbalken, die ich ihm versuche, die ganze Zeit abzuziehen. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das blocken kann. Gibt es da irgendwelche Tricks für, wie man das irgendwie entgehen kann? Ich meine, bei Puppenspielern ist es ja, glaube ich, Shuriken die ganze Zeit werfen. Oder beziehungsweise bei Deidara auf jeden Fall Shuriken werfen. Es gibt so bei manchen Spam-Charakteren einfach so ein paar Tricks. Falls ihr das gerne wisst oder so, könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. Selbst wenn ich Tauschbalken einsetze, ich lande wieder einfach drin, ey. Meine Fresse, ey. Das ist so ekelhaft. Jetzt brech wenigstens ein Schild. So. Kurz aufladen, weiter geht's. Kann ich wenigstens ein bisschen Schaden machen. Jetzt kommt natürlich wieder Erdrasengarn. Erdrasengarn ist natürlich ziemlich stark. Ich meine, das bricht ordentlich den Schild. Hinata hittet einen natürlich sehr gut. Ich meine, ich komme da nicht weg, wenn ich da in dieser Combo drin bin. Es gibt also Sachen hier wirklich, die sind nicht gerade wirklich fair. Aber, naja. Jetzt kommt das schon wieder, jetzt Jutsu. Gerade hat er das irgendwie so gemacht, dass ich mich nicht mal bewegen konnte. Das ist da gewesen, wo er die Ulti dann eingesetzt hat. Das sind so, boah, Sachen, ey, da könnte ich ausrasten, wirklich. Guck
Guck mal, jetzt schütze nur. Ich wusste es, deswegen habe ich es kurz gehalten. Ich wusste es. Nein! Da wusste ich es jetzt natürlich nicht, aber bei der Einstellung wusste ich es echt, ey. Okay, bei dem habe ich jetzt keine Ahnung, was der nochmal für Angriffe macht. Aber jetzt rennt er nur weg und meint hier lustig zu sein. Digga. Was soll ich dazu nur sagen? Gott, ist das traurig. Komm, kämpf einfach. Hau nicht die ganze Zeit ab. Mach nicht diesen, Digga. Mach nicht diesen. Okay, das ist traurig, dass ich dich dennoch getroffen habe. Stellt mal vor, ich gewinne diesen Kampf jetzt noch. Stellt euch das mal einfach so bildlich vor. Ich gewinne diesen Kampf jetzt einfach noch so. Und das nenne ich dann auf jeden Fall Karma des Todes, Digga. Das wird nicht passieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ich einfach keine Chance habe gegen das Team mit meinem Team. Weil ich auch nicht riechen kann, dass der so ein scheiß Team nimmt. Oh Gott, Siehst du an. Ich kann sprinten, wie ich will. Immer entweder sprinte ich vorbei oder ich bleib hängen oder sonst irgendwas. Jetzt kommt schon wieder diese Golem angedüst da. Da guckt euch das an. Das gibt's doch nicht. Bleib doch mal hier jetzt. Ja, natürlich das Jutsu da einsetzen. Komm, Mitsuki, mach was. Das gibt's doch nicht. Guck mal, der Pfiff kam noch nicht mal und das Ding rennt los, Alter. So, jetzt habe ich dich. Hoffentlich nicht. Cool. Danke, Boruto. Schlag das Ding ruhig kaputt, auch wenn das Ding... Ich würde es ja cool finden, wenn Tayui wenigstens Schaden nimmt, wenn dieser Golem auch Schaden einsteckt, sozusagen, wenn ich den halt so ein bisschen prügel. Dann würde ich es ja noch okay finden, aber so? Nee, Mann. Das geht gar nicht klar. So, aber jetzt aktivieren wir einfach mal den Awake. Vielleicht kriegen wir sie doch noch hin. Aber das glaube ich weniger. Ah, scheiße. War ja klar, dass er das jetzt irgendwie so blockt. So. Okay, Moment mal. Oh mein Gott. Ich habe ganz wenig Leben, keine Tauschbalken. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas hinkriege. Scheiße, Erasengan. Mitsuki. Schütz mich. Wo ist mein Mitsuki? Nein, jetzt kommt Hinata. Ja, guck mal, jetzt versucht er hier Tryhard zu machen und ganz abzuhauen. Digga. Ja, ich habe das verloren, Alter. Wie soll ich das denn noch gewinnen? Guckt euch das mal an. Immer schön hier hinten bleiben. Komm, töte mich einfach. Macht einfach absolut keinen Sinn. Auf jeden Fall werde ich gegen diesen Typen nie wieder spielen. Also wenn der nochmal in meine Lobby kommt, den werfe ich direkt raus. Also sowas, ich habe da absolut keinen Bock drauf. Aber okay, machen wir weiter mit dem nächsten Kampf. So, probieren wir unser Glück auf jeden Fall jetzt mal. Also mit dem neuen Team 7 hat es auf jeden Fall nicht funktioniert, was ein bisschen schade ist. Aber gut, passiert halt. Ist halt blöd gelaufen. Wir können aber mal, was haben wir denn eigentlich noch gar nicht so oft genutzt? Wir können doch mal sowas wie Haku nutzen, oder? Haku nutzen wir jetzt mal. Dazu nutzen wir doch ein bisschen was von... Ich würde mal auch so ein bisschen mal auf die Verteidigung gehen, so ein bisschen auf Choji, so eine Wall oder so wäre mal ganz cool. Und dazu könnten wir da noch Kabuto nehmen. Der ist so ein guter Angreifer, finde ich immer. So, dann nehmen wir noch als Map, nehmen wir mal hier Orochimarus versteckt. Das passt eigentlich ganz gut so mit Kabuto. Auch wenn wir den nicht als Main nutzen werden. So, mein nächster Gegner ist Gar 8893. Okay, er hat Minato, Nagato und Kakashi. Interessantes Team, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall diesen Kampf jetzt gewinnen, weil das vom vorherigen Kampf, das ging gar nicht klar. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr meine Meinung da teilt. Vielleicht seid ihr selber solche Spieler, man weiß es nicht. Dann findet ihr das natürlich wahrscheinlich richtig cool, was er gerade gemacht hat. Aber ich bin da voll gegen solches Gameplay. So, da habe ich auf jeden Fall gerade nochmal Glück gehabt, dass ich gegen Kakashi gesprintet bin. Jetzt wäre ich voll in das Shinra Tensei reingeflogen. Und darauf hätte ich absolut keinen Bock gehabt. So, der Typ hat auch eine etwas, naja, Verbindung. Sieht man ja auch, er hat gelbe Leitung. Also es ist ein ganz kleiner Delay, aber jetzt nicht wirklich arg schlimm. Ich hoffe nur, dass das nicht noch schlimmer gleich wird oder so. So, und jetzt darf der Schild gerne mal brechen. So, weiter geht's. Ah, blödes Shinra Tensei, ey. Blödes Shinra Tensei. So, das hättest du nicht machen sollen. Ich finde gerade solche Sprints, wenn man gerade gar keine Supports dabei hat, solche Sprints rauszuhauen, ich weiß nicht, ob das wirklich immer das Intelligenteste ist. Und da versucht jetzt einer seinen Rasengan so ein bisschen zu spammen. Da gibt es gleich mal ein bisschen Choji-Nackenschläge auf seinen Nacken. Nackenschläge auf seinen Nacken. Ja, macht Sinn, oder? Wenn es Nackenschläge sind. Warum Sprinte? Ah, doch nicht, okay. Ah, ich glaube, den Kampf werde ich gewinnen. Also der Typ ist scheinbar nicht so erfahren, muss ich ehrlich sagen, so wie das hier wirkt. Sonst würde er nicht auch sprinten, wenn er keine Supports hat. Aber gut, ist ja nicht mein Problem.
Solange ich gewinne, ist mir das egal. So, Shinra-Tensei hat nicht getroffen. Rage kannst du sowas von knicken, Digga. Das lasse ich ganz bestimmt nicht zu. Und den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen. Die erste Runde geht auf jeden Fall an mich schon mal. So, ich wollte eigentlich noch ein Thema anknüpfen. Aber ich denke, das wird jetzt nichts mehr. Das lassen wir dann einfach mal so ein bisschen off-topic heute einfach. Passiert einfach mal. Ich weiß nicht, das hat mich einfach so rausgebracht. Wisst ihr, das werde ich dann einfach direkt im nächsten Video anknüpfen. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Das war echt so ein bisschen off-topic heute bis jetzt. So, mal gucken, ob er jetzt nochmal so ein bisschen irgendwie versucht, irgendwie sich zu wehren. Oh, da habe ich einen Fehler gerade gemacht. Ich hätte schlagen müssen, habe ich aber nicht. So, Choji, jetzt zeig du mal ein bisschen, was du drauf hast. Komm, wir können seine Combo beenden. Und zack, mit dem Riesenfuß in sein Face. So, Shinra Tensei einfach mal beendet. So, weiter geht's. Boah, jetzt mach ich, wenn es sein muss, mache ich das auch noch mit Choji fertig hier. Das ist absolut kein Problem. Ich hätte Bock, ich weiß nicht, ob es klappt. Ah, lass los. Er hat losgelassen. Das finde ich immer super lustig, wenn einer wirklich noch dann irgendwie so knapp, kurz vor knapp irgendwie das Ganze doch nochmal, ja, verkackt und loslässt. So, natürlich mache ich da keine Ulti. Ich überlege gerade nur, was wir noch machen können. Kann ich noch irgendwie vielleicht mit Haku eine Ulti machen? Mal gucken, ob es noch reicht. Ah, wäre zu schön gewesen, oder? Probieren wir es mal so. Vielleicht klappt es ja. Ah, er teleportiert sich wirklich von dem kleinen Stück dahin. Beim einmal probiere ich es jetzt noch. Ja, okay, jetzt lasse ich es, weil sonst zähle ich das selber schon fast als Spam. Das will ich natürlich nicht. So, den Kampf haben wir auf jeden Fall easy gewonnen. Ist klar, der Typ hat auf jeden Fall nicht so die große Erfahrung am Start gehabt. Aber gut, Freunde, ich hoffe, euch hat der Part dennoch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann war's das. Bis dahin. Tödelö.